Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ob in Umwelt oder Gesundheit, Kirche, Politik oder Gesellschaft, es ist so wichtig, den Glauben nicht von der Alltagsrealität abzukoppeln, ihn aus dem normalen Leben fernzuhalten und in die Zeit von sonntags 10 bis 11 Uhr zu verbannen. Der Glaube konkretisiert sich im Alltag, da, wo Menschen miteinander leben und gemeinsam den Weg des Lebens gehen. Und darin sollten wir immer vollkommener werden und nie nachlassen. Paulus mahnt: Im Übrigen, Schwestern und Brüder, bitten und ermahnen wir euch im Namen Jesu des Herrn, ihr habt von uns gelernt, wie ihr leben müsst, um Gott zu gefallen, und ihr lebt auch so. Werdet darin noch vollkommener. Diesen Aufruf, den sollten auch wir uns sagen lassen. Immer mehr zu schauen, wie wir das, was wir glauben, durch unser Leben und in unserem Alltag auch umsetzen können. Und es sind so viele Bereiche, die von unserem Glauben partizipieren können, die von unserem Glauben her gesehen werden können und die auch durch unseren Glauben aufgebaut werden können. Packen wir es an, lassen wir uns von Paulus motivieren, Jesu Wort ernster zu nehmen und immer vollkommener zu leben. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du bist nicht nur gegenwärtig in unseren Gebeten oder in unseren Gottesdiensten, sondern auch da, wo wir als Christinnen und Christen im Alltag leben und unseren Glauben verwirklichen. Schenke uns eine erholsame Nacht und zeige uns auch morgen Möglichkeiten in unserem Alltag, in unserer nächsten Umgebung, wo wir den Glauben konkret werden lassen können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Musik.